1 zu 1 der Talk heute mit Albrecht Müller, der nach seiner Zeit als Wahlkampfleiter und Planungsleiter im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt dann später auch nochmal Abgeordneter geworden ist. Also da waren Sie dann plötzlich auf der anderen Seite sozusagen, 87 bis 94, glaube ich. Wo haben Sie mehr Macht empfunden? Also vorher. Als Wahlkämpfer, ganz eindeutig, als Redenschreiber von Schiller auch, als Leiter der Planungsabteilung, sowohl bei Brandt als auch bei Schmidt, hatte ich mehr. Und heute mit meinem Medium Nachdenkzeiten habe ich eigentlich noch ein bisschen mehr. Sie haben heute mehr Macht als, Ja. das ist interessant. Jetzt müssen wir diese Nachdenkseiten kurz einmal vorstellen. Das ist also ein Internetportal Ja. für politisch Interessierte, ein kritisches, wie Sie sagen, wo Sie als einer von beiden Herausgebern Öffentlichkeitsarbeit von der anderen Seite steht da, machen will. Warum braucht man Öffentlichkeitsarbeit Ja, von der weil anderen Seite? die kritischen Medien sind ziemlich verschwunden. Mal von ein paar Sendungen wie der Ihren und anderen abgesehen. Spiegel hat sich völlig verändert. Stern gibt es nicht mehr als kritisches Medium. Das heißt, wir haben einen ziemlichen Einheitsbrei der Medien. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten insgesamt sind ganz oft Teil des Kampagnenjournalismus, wie ich sage. Ich kann das an einem Beispiel klar machen. Alle waren für die Privatvorsorge bei der Rente. Alle haben die Leute hineingehetzt in diese Riester-Rente und damit wirklich Unfug angerichtet. Es gab keine kritischen Stimmen mehr. Die Medien haben sich wirklich als Kampagnenjournalismus verwendet. Und da habe ich als die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sich gründete oder gegründet worden von den Metallarbeitgebern im Jahr 2000, da habe ich gesucht, was kann man jetzt dagegen machen? Und dann kam mir die Idee mit dieser Internetseite. Warum nicht dieses Medium nutzen? War mir sonst ganz fremd, aber ich habe mich hineingearbeitet. Und dann habe ich gesucht bei den Gewerkschaften, bei Umweltverbänden, gibt es Verbündete, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man das privat machen kann. Und dann fand ich, Gott sei Dank, den Wolfgang Lieb, meinen Partner jetzt, früheren Mitarbeiter und Freund. Und dann haben wir gemeinsam privat begonnen. Und jetzt ist das ein wunderbares Medium. Aber trotzdem spannend, dass Sie sagen, Sie glauben, dass Sie oder empfinden, dass Sie heute mehr Macht haben, als Sie Ja, ich muss es Wahlkampfführer. kombinieren mit dem, was ich als Autor gemacht habe. Ja. Also mit meinem Buch Die Reformlüge und Meinungsmache und ein paar Dingen mehr und die Nachdenkseiten kombiniert, denke ich, dass ich die öffentliche Meinung ein ganzes Stück mehr beeinflusse. Auf jeden Fall ein paar Leuten, die noch kritischen Verstand bewahren wollen, Futter biete und einfach Fakten bietet dafür, ihren kritischen Verstand zu fundieren und dann selbst wirksam zu werden. Dahinter steckt etwas, was für mein Leben ganz wichtig war, nämlich die Erkenntnis, dass wir hochmanipuliert sind, dass es aber für die Qualität der politischen Entscheidungen wichtig ist, dass dieser Schleier der Manipulation wegkommt, damit wir wieder sachdienliche Diskussionen haben, an der Sache orientierte Diskussionen und an der Sache orientierte Entscheidungen kriegen. Und wenn man also dieses Erkenntnis mal hat, dass Orwell diese irrsinnig gute Zitat, nämlich wenn einer immer und immer das Gleiche sagt, dann wird die Lüge zur Wahrheit und geht in die Geschichte ein. Wenn man das mal verstanden hat und wenn man verstanden hat, dass die Leute mit viel Geld und mit viel publizistischer Macht das auch wissen und erkannt haben, dass sie die Politik in ihrem Sinne in unserem Land gestalten können, ohne dass sie Abgeordnete besitzen, sondern sie machen die öffentliche Meinung, die veröffentlichte Meinung mit der gewaltigen Macht von Geld und Publizistik im Hintergrund. Wenn man das erkannt hat, dann weiß man, dass man gegenhalten muss und dass man Demokratie vor der Gefahr retten muss, wirklich zu Ende zu gehen. Nachdenkseiten.de gibt es wesentlich mehr davon. Ich